Willkommen zurück zu Vampire Storm. Ich habe jetzt ganz viele Speichersteine. Ja, eigentlich 99 Stück, aber ja, einen musste ich ja nehmen, um zu speichern, ne? Deswegen habe ich nur 98. Ja, und genau, wir machen jetzt ganz einfach mal die Aufgabe, die uns Asuka und Elaine im letzten Part gegeben haben, und zwar die Zettel zu suchen. Na, weil na, du willst doch nicht etwa aufgeben. Immerhin hast du schon einen Zettel. Ich gebe diese schnell auf. Na dann, such mal fleißig weiter. Okay, der Zettel. Wo haben wir denn jetzt den Zettel? Den Zettel. Können wir den nochmal lesen oder so? Du schaffst es schon. Nur keine Schwäche zeigen. Und denke daran, lies niemals denselben Zettel doppelt. Ansonsten wirft dich das wieder zu dem Stand dieses Zettels zurück. Gut, egal. Ich weiß jedenfalls noch halbwegs, was auf dem Zettel stand. Es stand irgendwas drauf mit, wo der Wind weit oben weht oder sowas. Und ich weiß gerade gar nicht mehr zu 100%, wo das alles war. Auf jeden Fall schaue ich jetzt auch mal die ganzen Sachen hier durch, weil man kann ja immer was finden. Ja, und jetzt müssen wir erstmal das ganze Schloss hier durchsuchen, untersuchen nach den Zetteln. Das wird ja ein Spaß werden. So. Hier haben wir auch nichts. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt richtig laufe. Aber ich dächte, dass hier irgendwo eine Leiter hochging. War das hier, ne? Die Truhe, die kann ich ja, glaube ich, nicht öffnen. Lässt sich nicht öffnen. Ja, die Truhe, die kann man nicht öffnen. Ah, genau. Und hier ist der Zettel. Sehr schön, ich war richtig. Hier ist er. Mal sehen, was darauf steht. Feuer normal brennt, doch der nächste Zettel hat vergessen, sich in Asche zu verwandeln. Sicherlich ist der nächste Zettel in der Nähe eines Feuers. Kommt eigentlich nur einer, der Kamin in Frage. Okay, ein Kamin. Wo geht's denn eigentlich hier lang? Achso, wir kommen hier lang. Okay, ein Kamin. Wo waren jetzt... Der Kamin war, glaube ich, irgendwo am Eingang, ne? Ich gehe mal hier rum. Hier konnte man. Achso. Okay. Was für eine Aussicht. Gut. Ja, die Zettel zu suchen, das wird jetzt eine lustige Angelegenheit. Vor allem, weil ich nicht mehr hundertprozentig weiß, wo die alles sind. Und wir finden einen Wundverband. Sehr gut. Immerhin mal ein verstecktes Item gefunden. Okay, vielleicht ist hier in den Fässern ja auch noch was. Ein Lederschild. Können wir eigentlich gleich mal ausrüsten. Oh, wir haben ja das Kyojin-Kurzschild noch gar nicht ausgerüstet. Lederschild, Lederrüstung. Ansonsten hat er nichts weiter. Ne. Gut, gehen wir mal den. Irgendwie habe ich ein ganz schlechtes Gefühl bei dieser Treppe. Besser, ich gehe vorerst nicht runter. Na gut, dann wünsche ich mir Befehl, Wallner. Ich weiß echt beileibe nicht, wo ich jetzt hin soll. Also hier schon mal das Knistern eines Kamines, aber... Beziehungsweise Kamin kann man das ja nicht sagen, das ist ja eigentlich die Küche. Hier ist zum Beispiel ein Kamin, aber da ist jetzt nicht. Also muss irgendwo, keine Ahnung, ein anderer Kamin gemeint sein. Schmerzmittel gefunden, sehr gut. Also ich versuche auf jeden Fall so viel wie möglich Secrets mitzunehmen. Und ja, mal gucken, ob ich das schaffe. Also 100% kann man auf keinen Fall verlangen. Das ist unnormal. Also, nee. Aber ich versuche auf jeden Fall so viel wie möglich zu finden. Ohne euch zu zeigen von dem Spiel. Wie schon gesagt, ab einer bestimmten Stelle wird es dann ja auch für mich blind. Das wird dann besonders lustig. Wenn ich dann keine Ahnung mehr habe. So, jetzt muss ich aber erstmal schauen. Oh, ich weiß nicht, ich irre wieder hier rum.
Hier vielleicht lang? Ich muss auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss hier hin. Und hier müsste, glaube ich, der Zettel irgendwo. Hier, genau, da ist er. Wir haben den Zettel. Nummer 2. Hier ist der. Mal sehen, was drauf steht. Verloren im Gras zwischen Bäumen und Wasser versteckt sich der nächste Zettel. Der nächste Zettel müsste also irgendwo im Hinhof sein. Ja, daran kann ich mich, glaube ich, noch erinnern. Der war ganz in der Nähe hier irgendwo. Und da ist er doch schon. Seht ihr ihn schon? Da ist er. Hier ist er. Mal sehen, was drauf steht. Eine breite Halle, ein blauer Teppich. Der nächste Zettel liegt dort, wo man hingeht, wenn man genug gesehen hat. Das ist schon etwas schwieriger. Wo ist eine breite Halle? Irgendwo im Eingangsbereich. Und was halt auch noch richtig fies ist, was halt auch Alnar vor allem, Asghar und Elaine gesagt haben, wenn man halt einen Zettel doppelt anklickt, muss man sozusagen ganz von neu anfangen. Ne, nicht ganz von neu, sondern von dem Stand des Zettels, den man angesprochen hat. Beispielsweise, man hat jetzt schon 6 Zettel eingesammelt und klickt außersehen wieder den ersten an, dann ist man nur noch auf dem Stand des ersten Zettels. Das heißt, man muss die anderen 5 nochmal suchen. Ja, und das ist halt das Böse. So. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass hier der Zettel irgendwo liegt. Aber ja. Eine große breite Halle, wenn man genug gesehen hat. Sagt mir gerade nichts. Vielleicht hier drüben. Auf jeden Fall gucke ich nochmal die Fässer hier durch. Und die finden Eisstaub. Was macht denn der? Das weiß ich gerade gar nicht. Entfacht einen Eisstaub über dem Gegner. Ach so, so eine Art Kampf-Item. Würde ich jetzt mal so vermuten. Und hier geht's hinauf. Okay. Breitschwert. Coole Sache. Wir finden hier ganz viele interessante Gegenstände. Und das ist sogar besser als unser Kyojin-Kurzschwert. Ist ja auch ein Breitschwert, ne? Oh, und hier oben ist noch eine Kiste. Eine richtige Schatzkiste. Mit einem Speicherstein. Yay, jetzt haben wir 99. Ne? Yep. Sehr gut. Okay. Ja, das wird jetzt eine richtig lustige Angelegenheit hier, die ganzen Zettel zu suchen. Verdammt, wenn man genug gesehen hat. Ich habe gerade wirklich keinen blassen Schimmer. Na, hier ist sicherlich nicht. Außerdem hat er gesagt, blauer, also stand er auf dem Zettel drauf, blauer Teppich. Und wieso leckt das gerade so? Keinen blassen Schimmer. Ah. Das hier vielleicht? Ach so, wenn man genug gesehen hat, also wenn man wieder weggehen will. Alles klar. Hier ist der nächste Zettel. Hier ist der. Mal sehen, was drauf steht. Großes Wissen gestapelt zwischen starken Holzplatten. Dort findest du den nächsten Zettel. Großes Wissen? Vielleicht sind Bücher gemeint. Okay, also irgendein Buchschrank. Okay. Wo fangen wir da jetzt am besten an? Gibt es hier irgendwo eine Bücherei oder Bibliothek oder sowas? Ah, ich weiß es nicht. Hier vielleicht? Nee. Sieht nicht so aus. Hier! Ah, wunderbar! Das war jetzt echt random. Das war ein glücklicher Treffer. Hier ist er. Mal sehen, was draufsteht. Im Dunst von Blut sich der nächste Zettel ab. Ah, das ist einfach. Dunst von Blut. Wo soll denn Blut sein? Na, wo ist denn Blut? Im Gefängnis. In der Speisekammer sozusagen. In der Speisekammer von Asghar. Ich müsste runter und dann raus. Genau. So, hier kommen wir zum Verlies. Okay. Hier ist er. Mal sehen, was draufsteht. Einst wurde in diesem Raum geherrscht, doch nun befindet sich der nächste Zettel dort. Oh, das wird wirklich immer schwieriger. Dort wurde geherrscht. Was könnte es nur sein? Vielleicht irgendwas mit König oder so. Ja, logisch, weil na. Also, Thronsaal. Ich persönlich finde die Engelsstatuen ziemlich cool. Und wieso leckt das so sehr? Ich verstehe es gerade nicht. Moment, ich muss mal ganz kurz pausieren. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Der Übeltäter war mein Virenprogramm. Ich habe immer das Glück, dass mein Virenprogramm rumspinnt, wenn ich aufnehme. Yay! Wunderbar, ne? So, oh, hier ist der Nixzettel und hier ist irgendeine böse Gestalt. Mit der reden wir dann gleich mal.
Hier ist er. Mal sehen, was drauf steht. Der nächste Zettel liebt die Blumen. Suche dort und du wirst ihn finden. Blumen? Verdammt, hier im Schloss gibt's viele Blumen. Blumen auf Fässern, Blumenbeete, Blumen in den Ecken. Verdammt. Okay, drehen wir mal mit dem hier. Ein Geist. Du kannst mich sehen. Natürlich, ich bin auch untot. Lol. Wortspiel. Wie alle anderen Geister auch, hast du auch noch ein Problem, sonst wärst du nicht mehr hier. Du bist wirklich schlau. Ja, ich habe ein Problem. Zu Lebzeiten war ich der Diener des Herrn dieses Hauses. Doch nun... Und warum bist du noch, nicht im Himmel, in der Hölle oder sonst wo? Nun, ich glaube, weil ich meine letzte Aufgabe noch nicht erfüllt habe. Und die wäre? Es klingt etwas seltsam, aber bevor ich starb, sollte ich noch ein Buch für meinen Herrn holen. Es ist ein Buch über die Geschichte des Silbers und seines Verkaufspreises. Wie bitte? Nur wegen eines einfachen Buche? Buche? Hast du keinen Frieden? Ja. Ich werde das Buch mal holen. Das würdest du tun? Danke. Na dann. Halten wir mal noch nebenbei die Augen offen. Nach dem Buch. Und ich persönlich finde die Engelstatuen hier ziemlich cool gemacht. Gefallen mir. Ja. Und unser nächster Sattel ist in einem Blumenbeet. Und das ist hier außerhalb. Und zwar, glaube ich, hier drüben. Wenn ich mich nicht irre. Oder? Oder war das woanders? Ne, hier, ne? Hier müsste das irgendwo sein. Hier ist er. Da ist er, da ist er, da ist er. Yay. Hier ist er. Mal sehen, was darauf steht. Die Gebeine Verstorbener verbergen den nächsten Zettel. Oh, das ist so schwer. Ah, das ist wieder leichter. Die Gebeine Verstorbener. Da-da-dum-da-dum-dum. Dum. Da ist er schon. Und es wird langsam dunkel. Die Zeit der Vampire bricht an. Und da ist er. Hier ist er. Mal sehen, was drauf steht. Der nächste Zettel mag den Duft von gekochtem Fleisch. Gekochtes Fleisch. So, so. Gibt es irgendwo eine Küche? Ich weiß gar nicht, wie viele Zettel wir jetzt schon gefunden haben. Auf jeden Fall brauchen wir insgesamt 20 und Küche müsste... Küche. Ich glaube, die war hier. Hier irgendwo. Nein, wollte ich nicht. Sorry. Ich muss ein Stockwerk höher, glaube ich. Und dann... Na, hier kommt man, glaube ich, wieder auf den Balkon oder so. Genau. Okay, ja, das Schloss, das muss ich mir erstmal wieder einprägen. Das ist nämlich riesig. Wirklich riesig ist das Schloss. Und ja. Sorry, wenn ich auch ein bisschen herum irre. Dazu habe ich sowieso ganz viel Talent und ich guck mal. Bischof über Mord und Totschlag. Vielleicht kann ich ja das gesuchte Buch für den Geist finden. Altmodische Bücher. Drei Bluttränke, cool. Sind okay. Liebe und Hass. Okay. Da ist auch nichts. Ja. Wo war denn jetzt die doofe Küche gewesen? Ich denke, die war ganz irgendwie unten oder so, ne? Hier kommen wir wieder raus. Yep. Dim, dim. Bücher in diesem Regal sind zu Motten zerfressen, um sie lesen zu können. Aha. Das ist also auch. Stehen Bücher mit dem Titel Die Legende der sieben Lebensgeister. Sieben Lebensgeister existieren, doch sie sind sie versteckt vor allem. Was? Doch sind sie versteckt vor allem Lebendigen. Ach so, sie sind der Ursprung. Kein Sterblicher hat sie je gesehen und doch sind wir sicher, dass sie existieren. Okay. Sollte es jemals jemandem gelingen, alle sieben Lebensgeister zu finden, wird ihm unendliches Leben sicher sein und er wird sich über alle Jahrhunderte dieser Erde ein schönes Leben aufbauen können. Unendliches Leben. Das habe ich bereits jetzt. Und doch ist es eine Qual. Alter Schwede, meine Leseleistungen sind heute schlecht. Und die Rechtschreibung des Spiels, wollen wir nicht drüber reden. Gut, ich glaube, ich muss wieder hier rein. Ins Hauptgebäude. Aber hier... Nee, da komme ich ja nicht in die Küche.
Du musst hier lang. Ich muss irgendwie. Wo muss ich denn da jetzt hin? Hier bin ich aber vorhin schon lang gelaufen. Wo war denn nochmal diese Kackküche? Ich bin gerade so blöd, die Küche zu finden. Ich werde diesen. Vielleicht. Ja, vielleicht ein Stockwerk höher. Das kann schon sein. Ja, das kann schon Ehre sein. Ja. Das hat dann schon mehr Sinn. Ich glaube hier, ne? Und jetzt noch ein Raum runter und da müsste jetzt die Küche sein, wenn ich mich nicht irre. Genau, und da liegt es auf dem Tisch, der Zettel. Hier ist er, mal sehen, was draufsteht. Engelsstatuen senden ihren heiligen Schein auf den nächsten Zettel. Also dann, eine der Statuen hat den Zettel. Okay, gut. Alles klar, sagt er mir eigentlich was? Herr, ich bereite ein Essen vor. Ein Essen? Aber Asuka und Elaine essen doch nichts, oder? Doch, doch. Ab und zu isst der Gebieter einen gebratenen Menschen. Und wenn er mal kein Braten isst, muss ich trotzdem kochen, da der Gebieter den Duft so schätzt. Na, da hast du halt immer was zu tun. Na. Ja. Ja. Gut, wir müssen Ausschau nach Engelsstatuen halten. Und auch nach Bücherregalen. Und hier sind zum Beispiel Bücherregale. Ich mag sie. Unwichtige Bücher. Hier hinten ist irgendwas. Und was hat der Hebel jetzt bewirkt? What? Aha. Ich habe den Schalter schon. Drei Blutelixiere, ein Speicherstein. Coole Sache. Coole Sache. Über das, dieses Schloss. Das Schloss wurde von der Adelsfamilie Aldeins bewohnt. Aha. Das jüngste Mitglied der Familie übernahm vor 7 Jahren das Schloss als sein Eigentum. Also Geschenk seiner Eltern zum 18. Geburtstag. Ich frage mich, was wohl aus der Aldeins-Familie geworden ist. Oha. Ja, schön. Das haben wir schon gelesen. Ist alles dasselbe. Toll. Okay. Eigentlich wollte ich das alles in ein Part reinpacken, aber ich glaube, das wird wohl nichts werden. Mit den Zetteln. Magiebücher. Weckenzauber gelernt. Cool. Geil. Einfach mal einen Zauber gelernt. Weil ich ein Buch gelesen habe. Episch. Okay, dann würde ich sagen, wir gucken hier nochmal die Bücherregale an. Hier stehen noch mehr Magiebücher. Hier ist eins, das ich lesen kann. Eisballzauber gelernt. Geil, Mann. Sehr schön. Herr, ich bin für die Überwachung des Schlosses verantwortlich. Na, dann pass mal gut darauf auf. Natürlich, Herr. Der Gebieter soll mich nicht vernichten. Bildern, bewohnt haben, okay. Silberproduktion, da ist es doch. Du hältst ein Buch. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, da würde ich sagen, ganz cool, neben dem Sketch hier beenden wir den Part, würde ich sagen. Und da sehen wir uns das nächste Mal wieder zu Vampire Storm, wenn wir den Zettel suchen, der bei den Engelsstatuen ist. Und oder so, ne? Also, bis demnächst.